Grüß euch Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Together Total War Rome 2 mit Ralf und Max. Herzlich willkommen zurück, Freunde. Zu diesem wunderbaren Ereignis. Ach ja, genau, ich war ja fertig, Runde beenden. Ja, so habe ich das auch in Erinnerung. Genau, wir wollten euch ja den Rundenwechsel vorenthalten, dafür habt ihr jetzt einen Tag darauf gewartet. Ich nur eine Stunde. Wir haben nämlich ein schönes Stündchen Pause gemacht. Genau. Ralf hat Wer wird Millionär geschaut und ich habe mir eine Folge Akte X angeschaut. So ist es, hat mich ein wenig fortgebildet und saumäßig geil. Es war einfach einer hatte eine Frage, irgendwie, wie heißt der neue luxemburgische Premier mit Nachnamen? Keine Ahnung, was da alles zur Auswahl war. Jedenfalls alles irgendwas mit Geld, so in die Richtung irgendwie Almosius, Trinkgeld und Bettel war auf jeden Fall die richtige Antwort. Xavier. Bettel. Ja, irgendwie so in die Richtung auf jeden Fall Bettel. Und der Typ, okay, wusste es nicht. Meine Güte, muss man nicht wissen. Hab ich auch nicht gewusst vorher. Ne? Und hat dann einen Telefonjoker benutzt. Und der Telefonjoker hat vollkommen sich, also wirklich, wenn man das gehört hat, dann hätte man sagen können, der hat das vor 5 Minuten in den Nachrichten gehört. Hat gesagt, D, Trinkgeld. D, nehme ich. Und der Typ auf dem Stuhl hat natürlich so, ja, super, das klang jetzt sehr sicher, dann nehme ich das halt. Tja, verkackt. Ja, schön von 16.000 auf 500 zurückgefallen. Das ist mal sauber scheiße gelaufen. Ich glaube, wer auch immer ihm da geholfen hat, die beiden dürften jetzt im Clinch miteinander liegen. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Er hat gemeint, dass es okay ist, dass er nicht sauer ist, aber ich glaube, in der Situation, da wäre jeder sauer. Na, jetzt kommt er so zu dem nach Hause, tritt die Tür ein, was ist da? Genau. Ja. Oh. Ich glaube, ich gebe mal dem Malchus hier einen handelnden Abenteurer. Erhöht nämlich Wohlstand aus allem Handel in der örtlichen Provinz. Tu das. Der steht sowieso gerade nur rum und hält die öffentliche Ordnung aufrecht. Da bietet sich das optimal an. So, der Werner marschiert weiter auf Aracillum zu. Das finde ich super. Ja. Weil das heißt, dass ich ihn bald zercrunchen kann. Ah, und dann schaue ich mal, ob ich irgendwo... Ich müsste doch irgendwo bestimmt einen richtigen... Also einen Ausbildungshafen, einen Militärhafen haben. Dass ich auch mal andere Schiffe bauen kann. Nee, habe ich tatsächlich noch nicht. Aber dann baue ich den halt mal in Arsee. Kommt da ein Schiffbauer hin? So tue dies. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen was Neues machen. Mal ein bisschen auch Flotte ausbilden. Wer weiß, vielleicht gewinne ich dann sogar mal Seeschlachten, ohne dass mir die halben Schiffe alle krepieren. Nein. Das kann ja mal passieren. Nein. Es wäre doch möglich. Nein. Ach, Mann. Fucking nope. So, der Brunnen in Tarraco wurde erneut erfolgreich vergiftet. Vom guten Abdus. Da habe ich letztens übrigens, als ich Empire aufgenommen habe, muss ich ja echt sagen, also die Seeschlachten, die machen da ja richtig Spaß in Empire. Ja. Also ich bin jetzt kein Seeschlachten-Fan und muss jetzt nicht dauernd Seeschlachten haben, so wie ich Land-Echtzeit-Schlachten haben will. Aber in Empire, so mit den, weil es ja im 18. Jahrhundert spielt, mit diesen Kriegsschiffen, wenn du dann so eine Breitseite anlegst und der Feind so mit seinem Schiff vorbeisegelst und du bist mit der Maus über der Taste Breitseite abfeuern, wartest doch kurz, um den perfekten Schusswinkel zu bekommen und dann drückst du und dann wumm, dann siehst du richtig, wie sich dein Schiff so an die Seite legt durch diese fette Breitseite und das andere Schiff, wie es getroffen wird und wankt. Das, ja. Aber das hier ist da einfach... Da kommst du richtig in Wallungen. Genau. Da werde ich glatt ein bisschen feucht, du. So, ich lass mal Hiempsal hier in Aracillum ein bisschen Steuern eintreiben. Und schau mich mal um. Ich habe eigentlich relativ viel Kohle. Ja, okay, jetzt eigentlich nicht mehr. Jetzt habe ich nur noch 1000. Aber... Ich muss mich auf jeden Fall mal umschauen, ob ich irgendwo mal ein paar andere Gebäude bauen kann. Ich glaube zum Beispiel, dass ich mal
in Numantia das Reservoir, was leider nicht kein Gebäude meiner Kultur ist, umbaue zum Hof. Der gibt mir nämlich mehr Nahrung und auch ja, mehr direkten Wohlstand zumindest. Müsste sich auch lohnen, weil ich sonst keine Landwirtschaftsgebäude in der Provinz habe. Die abstoßenden Ekel kann ich mal wieder in die normale Stellung geben. Jetzt bin ich gerade bloß ein bisschen verwirrt, wo der Pektone seine riesige Armee hingeschickt hat. Die steht jetzt nämlich weder vor Arse noch bei Tarraco. Sie könnte sich hier befinden. Möglich. Na, andererseits, die war in der letzten Runde noch auf See vor Arse. Ich glaube nicht, dass die so weit kommen. Bei Gewaltmarsch kann ich mir das schon vorstellen. Ich meine, wir sehen ja ab hier nichts mehr. Hier, na, komm schon, hier. Ja. Das heißt, ja, er könnte durchaus hier sich in diesem Gebiet aufhalten. Das ist ja zumindest eine Straße, also. Ja, stimmt. Möglich wäre es auf jeden Fall, hast du recht. Wir werden es früher oder später erfahren. Aber zunächst mache ich auf jeden Fall noch in Ebesus ein Bataillon meiner libyschen Speerträger kaputt und baue stattdessen libysche Peltasten. Ach ja, was ich dich eigentlich in der letzten Folge noch fragen wollte oder was ich mal ansprechen wollte. Mhm. Ich habe ja gesagt, dass... oder habe ich das schon gesagt? Habe ich das vor oder während der Aufnahme gesagt? Auf jeden Fall ist Westeros erstmal gestoppt, solange bis das ordentlich funktioniert, weil da kommen momentan im Wochentakt Patches. Oh, Krieg erklärt der Marten und Athen. Fraktion vernichtet Garamanten. Diese Fraktion wurde zerstört. Haha. Sehr gut, endlich. Aber ja. Könnte sein, dass sich der Römer um den gekümmert hat. Naja, auf jeden Fall, das ist erstmal pausiert, Westeros, bis auf Weiteres, bis ich halt wieder was anderes sage zu euch. Und ich denke ja jetzt so langsam, aber sicher, momentan noch nicht so wirklich, aber so langsam, aber sicher denke ich drüber nach, über das nächste Remake, weil Empire, ja, das wird zwar noch einige Zeit in Anspruch nehmen, aber das hindert mich nicht daran, weitere Pläne zu schmieden. Und ich hatte ja schon mal so angedacht, dass für das nächste Remake Medieval drankommt. Ah, okay, weil Remakes funktionieren gerade wirklich super. Deswegen will ich daran festhalten. Medieval wäre ja das, was nach Empire kam, also wäre das auch hier das Remake. Und natürlich auch mit einer Modifikation, und zwar habe ich mir da den Schwert- und Speer-Mod rausgesucht, der die Kampagne nochmal ein bisschen umfangreicher macht, mehr Fraktionen einbaut in die große Kampagne, mehr Gebiete einfügt auf der Kampagnenkarte zum Einnehmen und noch ein paar neue Einheiten und so. Mhm. Und da habe ich mir eben gedacht, mit dir wieder einen Hot Seat zu machen, wenn du das möchtest. Nö, keine Chance. Seit wann habe ich denn Bock auf Let's Play-Projekte mit dir? Ich meine... ist ja absurd. Ralf, ich muss dir was sagen. Du machst gerade eins mit mir. Oh. Das ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Das ist natürlich scheiße. Du bist übrigens dran. Ich weiß, ich verwalte meine Runde schon. Ich überlege gerade, wie ich das jetzt am besten... War mir nicht sicher, ob du das überhaupt mitbekommen hattest, weil das habe ich mehr oder weniger still heimlich gemacht. Ja, ich habe ja die Ereignisnachrichten bekommen, werde ich die denn schicken sollen. Auch wieder wahr. So, nee, ich bin aber eigentlich schon wieder fertig mit meiner Runde. Okay. Ich warte jetzt noch, bis die Crunchlins zur Cruncher ankommen. Das dauert noch 2 Runden. Und dann geht es den Pektonen an den Kragen. Es sei denn, er kommt vorher auf die Idee, von sich aus anzugreifen. Ja, was gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil ich meine, ich stehe direkt vor seiner Siedlung. Und plündere. Ah, gut, er hat bloß minus 233. Der ist noch gut drauf. Der hat Bock, das merkt man. Ja, aber um auf eine Frage zurückzukommen. Würde dir dies nach unserem letzten Hot Seat, also ich kann dich beruhigen, es gibt keine Spawn-Armeen. Oh, das ist schon mal gut. Es gibt keine Garnisonen, also es ist wie das Vanilla Medieval, nur halt eben ein bisschen aufgehübscht. Okay, ja, also prinzipiell wäre ich da mal nicht abgeneigt. Das klingt doch wunderbar. Nachdem der Beginn unseres Togethers von... Wann haben wir damit jetzt angefangen? Ich glaube, im Februar letzten Jahres haben wir angefangen.
Das kann gut sein, ja. Und irgendwann dieses Jahr im Januar oder Februar sind wir fertig geworden, ne? Fast ein Jahr saßen wir an Third Age. Ja, das war eine schwere Geburt. Das hat eine Weile gedauert, aber wir sind fertig geworden, schlussendlich. Naja, viele wollten ja noch, dass wir die komplette Karte erobern zu zweit, aber. Wir sind fertig geworden. Was war das? Wir sind fertig. Wie? Fertig! Wir sind am Ende. Am Ende. Gut. Der gute Attacko hat mal wieder ein Level up. Und da Attacko. die da die Hirnis den irgendwie auf List geskillt haben, werde ich das mal beibehalten. Auch wenn mir das eigentlich nicht so sehr taugt, aber da kann ich jetzt auch nicht mehr wirklich viel dran ändern. Esmerius, den will ich jetzt gar nicht unbedingt bekehren. Auch wenn die Chancen dafür gar nicht mal so schlecht stehen. Aber Attentat ist mir trotzdem lieber. Kundschafter kann ich gerade nicht wirklich brauchen. Feind verwundet, Jawohl. ausgezeichnet. Ach ja, Ralf, jetzt wo wir hier gerade wieder so schön zusammensitzen, erzähl doch mal unserem Publikum was mit XCOM, wie das jetzt weitergeht. Oder wie weit bist du da eigentlich schon? Weil ich habe leider in letzter Zeit bin ich nicht dazu gekommen, mal reinzuschauen. Musstest es ja unbedingt ansprechen. Ja, natürlich. Wir frischen ja gerade alle so unsere Projekte auf und müssen ja immer mal wieder so ein bisschen Ausblick geben für unsere Zuschauer. Was kommt in Zukunft? Ihr seid natürlich übrigens herzlich eingeladen, selbst unter diesem Part zu posten, ob ihr das gut findet, diese Ideen. Ob ihr sagt, naja, ein Medieval Remake braucht es nicht. Macht lieber ein Remake von Shogun oder macht ein Remake. Ja, wobei Shogun, da wird man dann eher nicht von Shogun selbst, sondern von FOTS eins machen. Ja. Fall of the Samurai. Je nachdem. Also, Was da. hoffentlich ein bisschen besser funktioniert auch. Ja, ist Rom auf jeden Fall. Ich habe es ja schon angespielt. Ja. Auch im Multiplayer. Also, freigeistert eure Meinung in die Kommentare. Und jetzt du, Ralf, zu XCOM. Ja, XCOM. Im Grunde genommen ist es so, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe in letzter Zeit. Bin in letzter Zeit nicht zum Aufnehmen gekommen, nicht etwa, weil ich so wenig Zeit hätte. Natürlich ist die Zeit auch ein gewisser Faktor, jetzt wo die Uni wieder angefangen hat, aber es ist zu großen Teilen wirklich einfach, weil ich mir meistens denke, so, sollte ich aufnehmen? Nee, eigentlich keine Lust. Also irgendwie mangelt es gerade ein bisschen an der Motivation. Ich habe einen Part noch in petto seit ungefähr 2 Wochen, den ich irgendwie immer vergesse hochzuladen. Und schau, dass der aber morgen, also für uns jetzt morgen, für euch dann schon längst vorbei, dass der zumindest jetzt mal wieder kommt. Und ich schaue auf jeden Fall, dass ich es jetzt mal langsam endlich durchziehe. Weil ich bin eigentlich schon relativ weit. Ich bin wirklich kurz vor Schluss. Ich müsste eigentlich nur noch die Gollop-Kammer bauen und jemanden da reinschicken. Und dann kann ich mich eigentlich schon an die Schlussmission machen. Und ich bin wirklich am Überlegen, ob ich das auf schnellstem Wege jetzt mal machen soll. Ich habe halt auch noch nicht so wirklich alles gezeigt. Also ein bisschen was würde ich schon noch ganz gerne auf jeden Fall machen und auch zeigen. Weil es ja doch schön ist, wenn man ein bisschen mehr Aspekte von dem Spiel gesehen hat, bevor man es einfach so schnell durchspielt. Da gebe ich dir recht. Wirst du jetzt ein, weil das wurde ja auch vielerseits gefragt, wirst du dann nochmal ein Add-on oder eine Neuauflage machen mit Enemy Within oder nicht? Da muss ich ehrlich sagen, nein. Also, ich habe halt, das Problem ist einfach, dass ich noch, also dass ich Enemy Within habe ich mir gekauft, weil es im Deal war, während ich das Let's Play gespielt habe. Hab's dann auch in derselben Zeit gespielt, ein Playthrough gemacht. Fand's super cool. Das Problem ist halt einfach, es ist dasselbe Spiel. Es Ja. ist einfach wirklich exakt dasselbe, nur mit ein paar mehr. Ja, ich sollte vielleicht auch ein bisschen mich darauf konzentrieren, was ich in meiner Runde mache. Das kommt gerade ein bisschen kurz. Es ist einfach wirklich exakt dasselbe. Es ist nichts groß. Also es sind ein paar Neuerungen mit drin schon. Also beispielsweise die Mech-Kämpfer sind ganz cool, die jetzt neu dazugekommen sind. Und ja, bin soweit fertig. Die Implantate, die man seinen Soldaten geben kann, sind ganz nett, auch wenn die Rüstungen, die sie dann bekommen, ganz schön bescheuert aussehen mit den Armen frei.
auch diese Exalt-Missionen sind ein netter Gedanke, aber im Endeffekt ist es halt einfach wieder genau dasselbe, mit genau derselben Story und genau denselben Missionen, die sich dann immer wiederholen. Ja, es gibt drei, vier Missionen mehr, aber ich hätte einfach wirklich keine Lust dazu, ein drittes Playthrough direkt hintereinander vom selben Spiel zu machen. Okay, das Muss ist ich jetzt wirklich. natürlich verständlich. Ich habe mir schon ein anderes Spiel überlegt, was ich eventuell danach angehen werde. Ich werde jetzt nicht sagen, was es für eins ist, zumal ich mir überhaupt nicht sicher bin, ob ich es dann überhaupt in näherer Zukunft wirklich machen will. Weil, ja, ich habe jetzt einfach auch wirklich selber gemerkt, Ich sehne mich nach einem Kampf. dass ich mir einfach nicht wirklich die Zeit Nehmt nehmen alles. will, auch um wirklich aktiv ein komplettes Let's Play durchzuziehen. Zumindest ist es zurzeit so. Vielleicht ändere ich da meine Einstellung noch dazu. Gerade wenn natürlich auch Feedback kommt, das wäre natürlich noch schöner. Also wenn mir jetzt Tu Leute sagen, das ich finde dann. dich geil, mach weiter mit dem Scheiß, dann würde ich mir das eventuell überlegen. Wenn das jetzt nicht unbedingt Sie werden nicht super damit mega rechnen. alle total begeistert sind, dann sage ich, okay, Max macht es auch ganz gut alleine. Die zu Riesenermut. zweit Ich Projekte, danke die, also euch allen. die Together Projekte, die wir hier machen, sind mir, ja, mir persönlich auf jeden Fall auch genug, machen mir auch sehr viel Ich Spaß, nicht bin das falsch verstehen. Messer im Dunkeln. Aber ja, ich Sabotieren. denke, damit wäre mein Beitrag geleistet und ich hoffe, dass ihr damit auch zufrieden Das seid. war kein Erfolg. Gut. Alles klar, dann sind wir alle wieder up to date. Richtig. War jetzt quasi der Infopart hier gerade. Der Infopart, wenn ihr die, wenn ihr dann auch diese Folge schaut, schaut ihr auch gleichzeitig die letzten Folgen von Dark Project, der Meisterdieb und vom alten Mass Effect. Mass Effect 2 müsste, wo ihr diese Folge schon schaut, schon längst rausgekommen sein. Ja, ist ja heute, ist ja für uns sogar schon rausgekommen Ja, jetzt. genau. Hab ja ich schon den ersten Part gesehen. Hey! Mass Effect 2 läuft an mit Ralph Shepard in der Hauptrolle. Und seinen goalen Narben. Deinen goldenen Narben, die Ja. leider niemals größer werden. Nein, weil ich dem We weiterhin dem Weg des Vorbilds folge. Zumindest noch. Vielleicht ändere ich das ja noch und gehe doch Keine auf. roten Dämonen Ja, Augen. wer weiß. Vielleicht kommen sie ja noch. Mal sehen. Einfach mal, ich müsste auch mal dann so, wenn ich da durch bin, mal so ein Playthrough machen, als wirklich so Badass Shepard. Einfach zu allem so, ach, halt's Maul, bam, Ich auf die weiß nicht, Fresse. vielleicht kommen ja dann irgendwann Ereignisse, die Ralph Shepard sauer machen, wo er dann ein Wo er bisschen dann zu Renegade wird. Dovahkiin wird. Ja, genau. Wo er dann Dovahkiin. bisschen merkt, okay, so lasse ich nicht mit mir umspringen und dann wieder zum Badass und batscht alle weg. Hey, look, we've got a badass over here. Tja, er klatscht eh schon relativ viel weg. Also von daher freut euch darauf, freut euch dann bald auf Dark Project 2, The Metal Age. Das metallene Zeitalter bricht an. Hoffentlich mit weniger Zombies, Gekriech, Zeug, Spinnen und so weiter. Wenn man dem Namen Glauben schenken darf, vermutlich eher auch mit Robotern und dem ganzen Shit. Jawohl, ja. Und da dürft ihr euch dann schon mal drauf freuen. Aber ich würde sagen, über das und vieles mehr, dann wieder im nächsten Part. Zweiter Part schon deutlich unterzogen. Wollen wir das wirklich machen? Wieso? Was heißt deutlich unterzogen? Naja, wir sind jetzt noch nicht mal bei 19 Minuten. Oh, okay. Dann, ja gut, Runde beenden noch? ich schaue auf eine analoge Uhr, deswegen kann ich das nicht so hundertprozentig sagen, Ja, klar. dass die direkt vor mir steht, aber. Dann beenden, dann machst du noch deine Runde. Ja, Ja, im Zweifelsfall beenden wir es dann halt mit einem kleinen Cliffhanger. also es kommt auf jeden Fall viel, Freunde. Es kommt viel Neues, viel Frisches. Ist auch der Vorteil von diesen kleineren Projekten, dass man die halt eben öfter dann austauschen kann. Was übrigens auch noch kommen wird, der ein oder andere, der von Anfang an bei mir mit dabei ist, weiß es, dass ich mal Dead Space Let's Played habe, den ersten Teil. Und da werde ich jetzt dann bald mal den zweiten nachschieben, sobald sich die Zeit dazu gibt. Und auch alle Skyrim-Freunde für mein Endlos-Projekt Skyrim werden noch auf ihre Kosten kommen. Da sind ganz große Sachen geplant, Leute.
Weil ich hatte ja noch versprochen, dass ich Falskar auf jeden Fall noch zeige. Als ich Skyrim dann, sag ich mal, mehr oder weniger offiziell beendet hatte, habe ich ja gesagt, so, ja, erstmal habe ich keinen Bock mehr auf Skyrim, aber ich habe versprochen, Falskar möchte ich auf jeden Fall noch zeigen. Falskar ist installiert, Skyrim und mein Charakter Maex, der Gehörnte, ist gehörnt und bereit, wieder loszustarten. Ja, also ihr hört schon, da wird definitiv viel kommen. Und ich benutze wissentlich Rome 2 hier als Sprachrohr, weil da schauen die meisten zu. Aber ich werde es in anderen Parts natürlich auch noch sagen, also in Empire und. So, und im nächsten Part von Rome 2 kommen natürlich auch wieder große Dinge. Genau genommen die große Schlacht um Arazillum. Achso, ich dachte, du zeigst deinen Penis. Nein, das wirklich nicht. Hey, jetzt habe ich dir mal ein Kompliment gemacht. Warum ist das ein Kompliment? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall das und vieles mehr seht ihr im nächsten Part von Let's Play Together Total War Rome 2 mit Ralf und Max. Episch. Bis dahin. Ciao, macht's gut, Leute.